Wo sind meine Beine? Wie bitte? Ich spüre meine Beine nicht. Fühlst du das? Hä? Du berührst mich doch nicht. Hier stimmt etwas nicht. Was ist los? Was hat Mia? Wir müssen Mias Gehirn scannen. Es könnte etwas Schlimmes sein. Dann machen Sie schon. Das geht nur in einem MRT-Gerät. Können wir sie überhaupt im Krankenwagen fahren? Nein, das könnte sie töten. Wie bitte? Was ist hier eigentlich los? Ich will nicht in die Hölle. Da gibt es keinen Döner. Können Sie mir jetzt mal sagen, was Mia hat? Ich verstehe gar nichts mehr. Wie lange war Mia unter Wasser? Mehr als 3 Minuten. Das ist nicht gut. Wir müssen uns beeilen. Ich will jetzt wissen, was meine Schülerin hat. Wir warten auf das MRT-Ergebnis. Rufen Sie bitte die Eltern an. Oh mein Gott, wie soll ich das Herrn Müller erklären? Manfred, ich rufe einen Hubschrauber, oder? Wo ist der Tod? Er ist mein Freund. Was redet Mia da? Die Patientin ist verwirrt. Ja, ein Hubschrauber muss sofort herkommen. Oh Gott, hoffentlich ruft Herr Müller nicht die Polizei. Beeil dich. Das Funkgerät ist im Krankenwagen. Verliere ich meinen Job? Bitte nicht. Rufen Sie bitte die Eltern des Mädchens an. Ich traue mich nicht. Darf ich dann mit Baloo reden? Wer ist Baloo? Mein Hund. Wo bleibt Holger? Es ist ernst. Hallo meine Freunde. Geht es euch gut? Könnte Herr Müller mich anzeigen? Jetzt rufen Sie bitte an. Mias Eltern müssen ins Krankenhaus kommen. Sie haben recht. Ich schaffe das. Holger, beeil dich verdammt. Tiere lieben mich. Warum brauchst du so lange? Oh, stimmt. Geht jetzt, meine Freunde. Mir ist irgendwie schwindelig. Halte durch. Wir finden heraus, was du hast. Jetzt mach Holger. Wir brauchen schnell einen Helikopter. Ein Mädchen ist fast ertrunken. Ist sie bewusstlos? Nein, sie kann aber nicht gehen. Außerdem redet sie viel Unsinn. Das hört sich nicht gut an. Wo seid ihr? Wir sind hinter dem Internat Kupfervilla. Der Hubschrauber ist in ein paar Minuten da. Danke. Hast du eigentlich einen Freund? Wir fliegen sofort los. Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du einen Freund hast. Die Frage ist unpassend. Also ich bin Single. Schön für dich. Jetzt geh dich um deine Patientin kümmern. Du bist ja voll die Zicke. Du kennst mich doch gar nicht. Dann lern mich doch kennen. Das werde ich nicht. Schönen Tag noch. Hallo? Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Dann werde ich wohl alleine sterben. Ich werde so müde. Du darfst nicht einschlafen. Aber ich bin so müde. Wo bleibt denn der Hubschrauber? Nein, lass mich in Ruhe. Was meinst du? Du musst doch ins Krankenhaus. Bitte nimm mich nicht mit. Aber ich muss dich mitnehmen. Ich meine dich nicht. Mit wem redest du denn? Mit dem Tod hinter dir. Du meinst also, der Tod steht hinter mir? Ja, und er will mich mitnehmen. Da ist doch niemand. Sie können mich nicht sehen. Die Hölle wartet auf dich. Ich werde nicht sterben. Verzieh dich. Was sagt der Tod? Er will mich in die Hölle bringen. Gibt es den Tod echt? Nein, Mias Gehirn scheint verletzt zu sein. Natürlich gibt es mich. Dich hole ich auch bald, Manfred. Der Tod hat gesagt, dass er dich bald holt, Manfred. Ach ja? Sag dem Tod, dass er mich mal kann. Er kann dich hören. Ich habe keine Angst vor dir, du Furzgesicht. Sag ihm, dass er nicht so frech sein soll. Ich habe keine Lust mehr. Sag es ihm! Du sollst nicht so frech sein. Ich und frech? Und sag ihm, dass er hässlich aussieht. Und du siehst hässlich aus. Na warte. Wo steckst du? Nimm das.
Treffe ich ihn, Mia? Nein, er fliegt über dem Wasser. Du Angsthase, komm her und kämpf wie ein Mann. Du bist viel zu schwach, du Wurm. Was hat er gesagt? Ich fühle mich gar nicht gut. Ich bringe dich um. Wie soll das denn gehen, du Idiot? Das reicht jetzt. Da ist niemand, Manfred. Hör auf die hübsche Schulleiterin, du Affe. Ich bin wegen Mia hier. Er will mich mitnehmen. Bitte haltet den Tod auf. Du wirst das Mädchen nicht mitnehmen. Sie ist viel zu jung. Das werden wir sehen. Wir werden dich retten, Mia. Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe noch mit meiner Oma telefoniert. Was ist mit dem Hubschrauber? Ist der unterwegs? Ja, der ist gleich da. Mia, es gibt jetzt Döner in der Hölle. Oh, echt? Ja, komm mit und du bekommst so viel Döner, wie du willst. Okay, ich komme mit. Was ist los? Wohin gehst du? In die Hölle. Da bekomme ich Döner. Nein, du darfst nicht mitgehen. Halt dich da raus, Manfred! Aber da bekomme ich so viel Döner, wie ich will. Das ist eine Falle. Vertrau dem Tod nicht. Ich muss jetzt schlafen. Nein, tu das nicht. Gut, sie ist bald tot. Wo bleibt denn der verdammte Hubschrauber? Ich glaube, ich höre ihn. Das Mädchen ist in Lebensgefahr. Flieg schneller. Jetzt stirb endlich! Hast du es eilig, oder was? Ja, ich hab noch Kekse im Backofen. Gleich sind alle Kekse fertig. Oh, Mia ist kurz davor zu sterben. Ich bringe sie in die Hölle und esse dann meine Kekse. Darf ich auch Kekse haben? Nein, du darfst sterben. Der Hubschrauber landet. Wir fliegen dich jetzt ins Krankenhaus, Mia. Ich hasse Krankenhäuser. Werde ich da wieder gesund? Wir müssen erst herausfinden, was du hast. Lasst sie doch einfach sterben! Wo ist die Patientin? Sie liegt da hinten. Wir müssen sie in den Hubschrauber tragen. Ich hole die Trage. Es geht jetzt los, Mia. Bist du schon mal mit dem Helikopter geflogen? Ja, schon 100 Mal. Hoffentlich stürzt der Hubschrauber ab. Bitte rufen Sie die Eltern von Mia an. Können Sie das nicht machen? Nein, natürlich nicht. Na gut, ich mache es. Los, Holger. So leicht gebe ich nicht auf. Können wir mitkommen? Nein, ihr müsst selbst zum Krankenhaus fahren. Sind alle an Bord? Ja, flieg los. Ich bekomme dich, Mia. Ihr habt keine Chance. Das Krankenhaus ist ganz in der Nähe. Du gehörst mir, Mia. Beeil dich, Boris. Ey, nicht zu schnell! Hallo, Herr Müller. Hier ist Frau Stümpel. Hallo, was gibt es? Ihre Tochter. Benimmt sich mal wieder nicht, oder? Nein. Das ist es nicht. Warum haben Sie dann angerufen? Ihre Tochter ist fast ertrunken. Sie wird gerade ins Krankenhaus geflogen. Wie bitte? Wie kann das passieren? Wo waren Sie denn? Sie sollten schnell herkommen. Ich mache mich auf den Weg. Wir sind da. Wir bringen die Patientin sofort ins MRT. Ah, dieses Krankenhaus kenne ich. Hier bin ich manchmal, um Menschen abzuholen. Wir fahren auch ins Krankenhaus. Ich brauche 3 Stunden. Halte durch, Mia. Ich werde jetzt deinen Kopf scannen. Ich hoffe, es kommt etwas Gutes raus. Ich meine etwas Schlechtes. Es geht los. Du bist ja immer noch hier. Hey? Die Ergebnisse sind merkwürdig. Das hört sich gut an. Ich will zu meinem Papa. Ich komme, Mia!
Gebt einen Daumen hoch für Part 21 und klickt auf dieses Video.